Pokal, Gruppenphase und den Tischtennispokal des DTTB am heutigen Sonntag, 27. August 2017 in der Stadthalle in Hildburstein. Wir bräuchten dann noch Schiedsrichter vom TV Hildburstein. Zusatzschiedsrichter. Vier Teams sind beteiligt. Drei aus der zweiten Liga und NSU, Neckars Ulm, die haben ganz knapp den Aufstieg in die zweite Liga im Relegationsspiel verpasst, haben aber im ersten Spiel dem TV Hildburstein das Leben richtig schwer gemacht. Der Nummer 1 aus Hildburstein aktuell, Peter David, der Tscheche, tschechischer Meister im Tischtennis-Doppel und sehr erfolgreicher Challenger-Serie-Spieler, hat beide Spiele verloren, sah da überhaupt nicht gut aus, muss man dazu sagen, gegen Linkshänder, und da spielt er, der selbst Linkshänder ist, nicht ganz so stark wie gegen Rechtshänder. Hier an diesem Tisch Fortuna Passau. Haben die Mannschaft ziemlich ausgewechselt im Vergleich zur letzten Saison. Spielt hier Tomasz Kolarek. Und ihm gegenüber Jens Schabacker, der, wie gesagt, ziemlich sicher gegen Peter David gewonnen hat, einen sehr starken Eindruck gemacht. Vorhand, Mittelkant, sehr aggressiv. In das interessiert, wie der mal vor 10 Jahren gespielt hat. Es gibt da von mir auf YouTube ein Video von einer deutschen Meisterschaft, das müsste so 2008 plus minus gewesen sein, im oberfränkischen Eggolsheim, glaube ich, war es. Also da mal eingeben, Jens Schabacker, deutsche Jugendmeisterschaften. Jetzt beinahe 10 Jahre später, Topspieler. Für Neckars Ulm, sehr junge Mannschaft. Julian Mohr ist auch erst 18. Also wenn es wieder über 3 Stunden dauert, unsere Kaffeebar hat immer noch geöffnet. Es gibt immer noch Wienerle. Der dritte Mann ist Gerhold, aber da wird wohl rotiert. Da wird begrüßen Johnny, Tim und das Wohl auch in dieser Runde nicht. So, also. Kuchen gestiftet. Neckars Ulm mit Schabacker, der zurückschlägt, Aufschlag Kuller. Fortuna Passau 0-0. Schiedsrichter Gerhard Knorr. Und noch ein Fotografen haben wir heute da. Er ist mittlerweile Hildburstein. Oh, Entschuldigung. Habt ihr schon? Thank you.
Yeah!
Thank you.
wir kennen euch nicht gut. Thank you.
So, in der HBR-Box geht Neckars Ulm 1:0 in Führung durch den Sieg von Jens Schabacker. Und es spielen jetzt Julian Mohr gegen Borna Kovac, der zu seinem ersten Einsatz kommt. Dass es in diesem Spiel keine Pause gibt. Also das Spiel wird ohne Pause durchgespielt. Man hat ja normalerweise die Möglichkeit, nach den ersten zwei Einsen eine Pause zu machen. Die findet nicht statt, damit wir ein bisschen zügiger vorwärts kommen. Wir hängen im Zeitplan etwas hinterher. Was noch nicht feststeht, ist, ob die Mannschaften von der Möglichkeit Gebrauch machen, nach den ersten beiden Einzeln einen vierten Spieler einzusetzen, der dann für einen im vorderen Parkplatz, also gibt es ja nicht, aber eins oder zwei ablösen kann.